Hallo an alle Abonnenten und alle zukünftigen Abonnenten. Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Und heute will ich euch zwei Replays präsentieren in einer Form, ja, dass man mal wieder was Schnelles, Kleines und Wendiges sieht. Und zwar geht es los mit dem T-54 Lite, dem T-8 der Russen und wird danach durch den LTTB ergänzt. Wir schauen einfach mal hier rein. Gespielt wird das Ganze von Lucky Kid 20. Erlenberg und ja, Tier 8, 9 und 10. Wobei die 10er natürlich sieht man ganz gut bei den Gegnern sehr, sehr lastig zu dem Thema Party sind. Jetzt schauen wir mal, was er hier vorhat. Jetzt will er hier drüben spotten. 1er, 2er, 3er Linie. Wird der Spot aber durch den T71 sozusagen ein bisschen vorweggenommen. Da drüben kommt schon ein E75 und ein IS-8, den müsste die Seite bekommen. So, der wollte nicht so. Bleibt aber jetzt schön stehen, weil er auf den T71 gehen will. Schöner Hit. So, jetzt kriegt er wieder die Seite. In dem Fall leider nicht, schade. Man muss aber hier auch ganz klar erwähnen, er fährt den Stock und, also zumindest hat er mir das geschrieben, dass er Stock wäre, und dann noch dazu fährt er den praktisch ohne Premium. Also er fährt ihn hier wirklich nur mit der 175mm Durchschlagskanone sozusagen. Also dementsprechend schon auch ein, ja, ein kleines Hindernis natürlich für ein 10er Gefecht. Ich glaube, das braucht man nicht separat zu erwähnen, also frontal werden die meisten Gegner nicht knackbar sein. Gerade solche Schiffe wie E75, die machen es natürlich deutlich schwerer. Wahrscheinlich geht er jetzt schon auf Arti-Jagd, da hat er schon die erste offen. Mit Auto-Aim nicht getroffen, aber er fährt hier weiter, lässt sich davon nicht beirren. Erster Treffer. Die AT interessiert sich lustigerweise gar nicht. Ich finde doch jetzt. Ah, drüber geschossen. Und zweiter sitzt. Da drüben Objekt. TD. Muss man aufpassen. Oh, jetzt stehen sie sogar mit dem Rücken zu ihm. Schöner Snapshot. Ist der Außenzoom raus. Hat sich ein bisschen bewegt. Der IS-3, der macht es natürlich für ihn schön. Der bleibt einfach so stehen, wie er ist. Und, ah, da prallt er ab. Da prallt er ab. Ärgerlich. Also E75 hinten, seitlich. Da langen auch 175 Durchschlag. Oh, jetzt bewegt. Dreht er sich schon fast zu ihm. Da muss er ein bisschen aufpassen. Mittlerweile nur noch eine AT im Spiel. Und hier wird er ordentlich getroffen vom E75. Der E75 interessiert sich wieder nicht mehr für ihn. Mittlerweile, ich habe ja diese Ruckler ab und an, also gerade beim letzten Replay war das sehr massiv, da bitte ich es zu entschuldigen. Und auch hier gerade. Hat aber einen Hintergrund, und zwar liegt es wohl an den Replays, die noch aus dem Patch 095 standen. Also gerade wenn so wie jetzt viel los ist oder wenn auch plötzlich die Schüsse so reinkommen, dann ruckelt das Ganze etwas. Hier in dem Fall hat es Gott sei Dank jetzt nicht großartig der Action abgetan, beziehungsweise es hat da geruckelt, wo es nichts großartig passiert ist, beziehungsweise keine spielentscheidenden Sequenzen. So, der Ru bleibt hier einfach stehen. So, wo ist er hin? Ja, schießt da einfach ohne aufzugehen. Das ist natürlich, da sieht man mal wieder das schöne Spotting-System, was ab und an meines Erachtens so ein bisschen, ja, doof ist. Das darf man mittlerweile auch schon so sagen. Schön, zack, einfach einmal
zurückgefahren und den Auto-Aim reingehauen. Jetzt eine Sekunde. Oh, jetzt hat er ihn angezündet. Besser geht's natürlich vom Timing her nicht, als den da jetzt anzuzünden. Weil sonst hätte er den nächsten fangen müssen. Badget steht wunderschön, bleibt hier auch stehen. Der hat aber zu 100% getroffen. Und jetzt kriegt er einen Abpraller. Dürfte der Aufklärer-Panther sein. Hat sich zumindest sehr kleinkalibrig angehört. Jetzt nimmt er hier doch den E75 mal lieber. Steht auch schön seitlich. Und er muss man wirklich sagen, er holt hier aus der Stockkanone alles raus. Weil man sieht, selbst am Helm ist er sehr, sehr... Da kommt er nicht mal da durch. Da war das Fadenkreuz orange. Und auch hier hat er jetzt nicht so riesig Chancen. Aktuell 3.500 Schaden gemacht. Das ist aller Ehren wert mit einem Stock Light Tank. Ah, da ein bisschen zu spät kriegt er den Kill nicht mehr. Jetzt hat er mittlerweile nur noch HE-Shells. Jetzt kann er natürlich theoretisch mal wirklich den klassischen Spotter rauslassen. Oder auch die Arti noch holen. Arti ist nämlich auch noch im Spiel. Tendenziell auf K0 zu erwarten. Zwischenzeitlich auch nochmal, wie gesagt, ein kleines Dankeschön für die ganzen Kommentare, dass das mit dem Ruckeln im letzten Video auch nicht so schlimm war. Und das finde ich schön, dass es da nicht geflamed worden ist. Und das zeigt mir einfach, dass sehr, sehr coole Leute mittlerweile hier auf meinem Kanal sind. Und ich da wirklich ein großes Glück mit euch habe. Deswegen ist es natürlich umso schöner, dass ich auch... Ja, die HE-Kanone. Dass es umso schöner ist, dass ich auch noch Gold an euch verteilen kann. Den nächsten Bonuscode gibt es auch bald wieder. Also das freut mich sehr, dass ich euch auch ein bisschen was zurückgeben darf, weil auch die Abonnentenzahl selbst ist in den letzten Tagen, Wochen wirklich super. Also ich bin extrem begeistert. Jetzt capt er hier gerade noch durch. Ist auch absolut nachvollziehbar. Jetzt kommt dann auch die Badget auf die Maus. Die Maus könnte sogar hier Probleme bekommen, ja, in der Tat. Und jetzt ist er wiederum der Nächste, der dann Probleme bekommt. Also man sieht, sein Backup durch Ferdinand und T32 ist ein bisschen weit noch weg. Also die Badget wird hier gleich auftauchen. Oh, jetzt hat Badget geschossen. Badget prallt ab. Und da ist er tot. Badget hat ihn rausgenommen, aber das war zu erwarten natürlich. Ferdinand und T32 sind dementsprechend zu weit weg. Badget ist da jetzt offen. Arti verschießt T32 ebenfalls. Und der Ferdinand, der macht's dann fertig. So, ein schönes, kleines, nettes Scout-Replay. Wir beenden natürlich dieses jetzt mit den Stats aus der Runde und sehen uns gleich in der zweiten Folge mit dem LTTB wieder. Bis gleich. Und wie sagt man so schön, vor dem Scout ist nach dem Scout. Deswegen, wie angekündigt, weiter mit LTTB. Gespielt von Semper Fidelis. An dieser Stelle einen kleinen Gruß an dich besonders.
gerne auch im Stream gesehen, dementsprechend schon etwas bekannt. Katemuru-Wanker und ja, hat es hier in seinen 8er, 9er, 10er Battle geschafft. Also von den Gegnerpanzern sogar ein bisschen unglücklicher Los geht's. als davor gesehen. Und der LTDB hat ein unglaublich langes Rohr. Also ich glaube, da kann man schon sagen, Heidewitzka hat der ein langes Rohr. Er begibt sich jetzt erstmal zum Scouten in den ehemaligen Zauberwald. Jetzt ist er nicht mehr so ganz verzaubert. Hat da den ersten Panzer entweder er aufgeklärt oder der AMX, beide natürlich möglich. Sonst ist hier noch nicht Pass viel auf, zu sehen. hinter dir! Jetzt ist er offen. Muss man natürlich aufpassen bei diesen Höhen. Da fliegen natürlich gern mal der ein oder andere Schuss Auch in Deckung! durch. Aber er ist schön flink, schön wendig. Man kann gut in kurzen Abständen drehen. Verliert dabei auch nicht allzu viel Geschwindigkeit, was sehr wichtig natürlich für die Geschichte ist. Der STB1, der hat hier nicht so viel Glück, der hat ja gleich zwei ordentliche Dinger gefangen. So, der erste Badget hat in dem Spiel das Zeitliche gesegnet. Das Zeugliche. Jetzt ist der AMX da offen. Aber es passiert noch nicht so viel. Also auch die Artis gefühlt hier drüben wirken nicht wirklich rein. Schade darum. Pass auf, hinter dir! Jetzt ist er wieder offen. Kleinen Drift. Und jetzt bekommt er auch endlich mal ein bisschen Unterstützung, weil wie gesagt, bisher immer wenn was offen war, auch dann ist nicht viel Schaden auf die passiert. Das ist ein bisschen schade natürlich für einen Scout. Jetzt wird im Wald durch den Gegner vorgedrückt. Er selber entschließt sich, den Wald mal sein zu lassen und Richtung, in dem Fall Tier 5, 54 zu gehen, ist aber gerade auch direkt down. Vielleicht auf den ST jetzt da drüben noch, aber nein. Arti kriegt da auch keine auf. Ergebnis passt 4 zu 2, 5 zu 2. Oh, und schon 5, so schnell geht's. Da hat der Wald gut durchgedrückt. So, da ist die Arti. Er braucht dann noch einen Schuss. Aber da hat er es geschafft. Arti weg. Der ST macht ihm nur die Kette kaputt. Natürlich viel mit Auto-Aim, ist klar für den Scout. Jetzt am Kartenrand entlang schlängeln. Muss er aufpassen, dass nicht der Jagdpanzer auf einmal plötzlich vor ihm steht. Was sag ich? Aber er ist selber noch nicht offen. Pass auf, jetzt ist er offen. Jetzt ist Arti da. Jetzt ist da ein X auf ihn. Und der Jagdpanzer wird auch gleich seine Nase auf ihn draufhalten. Er konzentriert sich erstmal auf den GW-Tiger. Nimmt den raus. Und jetzt ist er guter Dinge, dass er hier irgendwie mal die Füße in die Hand nimmt.
Boah, schon fast ein bisschen wie in Matrix hier. Die Schüsse gehen alle an ihm vorbei. Konnte den AMX, den ersten, den zweiten reindrücken. AMX bekommt jetzt nochmal mehr. Das kann ihn gut umfahren. AMX ist im Reload. Jetzt ist er tot. Jetzt muss er noch den Jagdpanzer. Sehr schön. Ja, genau. Jetzt hat der Jagdpanzer keine Chance mehr, sobald er einmal an ihm vorbei ist. Kann er mit ihm machen, was er will. Jetzt hat der Jagdpanzer das einzige Richtige gemacht, ihm die Kette gezogen. In dem Augenblick könnte er jetzt nämlich sozusagen umdrehen und ihn killen. Und das hätte er machen können, hat er aber Gott sei Dank noch das Repair-Kit gehabt. Und da ist der Jagdpanzer, beziehungsweise der Aufklärungspanzer zerstört. Der Jagdpanzer will ihn hier ins Wasser schubsen, aber hat er dann nicht mit sich machen lassen. 5 Kills gemacht. Das war doch sehr, sehr fleißig. IS-7 und T-62er fehlen noch. Mal schauen, ob er noch einen Schaden anbringen kann. Aber bisher war er definitiv fleißig. Da kommt er nicht durch, leider. Und mal schauen, ob er hier noch... Nein, da bekommt er keinen Schaden mehr. So, jetzt der T-62A noch am Leben. Jetzt ist die Frage, dem hinterher oder Captain. Das muss, würde jeder für sich, glaube ich, in der Situation ein bisschen anders entscheiden. Semper geht auf jeden Fall den Weg, dass er ihn holen will. 68 km/h ist natürlich auch eine Ansage. Wie gesagt, ab und an diese Ruckler, das ist einfach aufgrund der Replays im Spiel selber. Bei einer Aufnahme gibt es sowas nicht. Also ein bisschen schade, seht es mir nach. Ich weiß ehrlicherweise nicht, woran es hängt. So, jetzt müsste er gleich aufgehen. Da hinten ist er. Für ihn gerade unerreichbar, da hinter dem Wall. Aber ich glaube, man darf jetzt mittlerweile auch schon sagen, 2 sehr feine Replays, die ihr da gesehen habt. Oh, oh. Ah, schön. Da hat er noch seinen Krieger abgeholt. Ja, nice. Mit der letzten Möglichkeit. Sehr gut gemacht. Also 2 sehr schöne Replays. Ich hoffe, euch haben sie gefallen. Dementsprechend lasst mir doch gerne einen Daumen und ein Abo da. Und ich hoffe, dass es mit den Rucklern wieder in Zukunft ein bisschen besser wird. Ich tue noch mein Möglichstes dazu. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß noch weiterhin. Und bis bald. Euer Alcaramba.